Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Und ich bin gerade gegen mein Mikrofon gekommen, darf ich das wieder richten? Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Ah, so, ich hoffe, das geht wieder. Im letzten Part sind wir in Venedig angekommen, glaube ich. Und haben den guten Leonardo noch ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil... Ah ja, wir haben die Rundführung gemacht, genau. Genau, wir haben die Rundführung mit Leonardo gemacht. Und jetzt wollen wir eine Audienz bei diesem... Kaiser? Da darf ich nicht lang. Scheiße, wo muss ich denn hin? Ich will nicht wissen, wie der Palazzo heißt. Ich will wissen, wo ich hin muss. Darf ich das wenigstens sehen? Oh Gott, mein Mikrofon ist ein bisschen schief. Ist egal, ihr hört alles. Mein Mikrofon könnte hinter mir stehen, ihr würdet mich hören. Weil das ist ein geiles Mikrofon, muss ich ganz ehrlich sagen. Froh, das gekauft zu haben, weil das nimmt unglaublich gut auf. So, ich gehe jetzt einfach mal hier oben drüber. Ja? Töte den, damit er mich nicht verrät. Töte den auch, damit er mich nicht verrät. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht rückwärts runter. Natürlich tut er das. Naja, doch nicht. So, zack. So, wo genau muss ich jetzt hin? Hier hin? Ist hier der Eingang? Wahrscheinlich. Oh nein, ich bin in Wasser gefallen. Hoffentlich raffen die das nicht. Das sieht nass, ziemlich cool aus. Ja, genau, hier muss ich hin. Alles gut. Mission starten. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Rosa helfen zum Fluss zu gelangen. Hauptsache, wir wissen instant, wie die heißen. Das wird eine Narbe geben. Die hat einen Pfeil im Bein, also ich denke schon, dass da eine Narbe geben wird. Okay. Kurz mal das hinsetzen, so wie in jedem Part. Schön im Schneidersitz sitzen, das ist einfach bequem, Leute. Das ist bequem. Das gefällt mir. So, okay, Rosa, chill. Okay, die kann attackieren. Das ist schon mal gut. Ezio, Schwert. Schwert! Und bitte kontern. Schön. Rosa, ich helfe dir gleich mal. Ich kümmere mich aber erstmal um die anderen beiden, okay? Ich gebe auf. Bitte. Achso, der haut jetzt ab. So. Nein, Rosa. Gott, die Rosa kriegt gerade von dem ein bisschen aufs Maul. Ezio, kontern. Dankeschön. Oh Mann. So, der eine ist schon mal tot. Oh, Alter. Wie hat die mich gerade weggestoßen? Sag mal, ist sie behindert? Rosa, was ist denn falsch mit dir? Weißt du, ich will dir helfen und was machst du? Die stößt mich weg. Aber volle Kanne. Was ist denn los mit der Frau? Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Ich könnte die natürlich auch einfach tragen, aber... Entschuldigung. Das war bestimmt noch nicht der letzte Kampf. Kommen doch bestimmt noch mal ein paar Leute in die Wege. Alter! Hier ist eine richtige Rempelfrau.
Easy. Ja, komm, greif nochmal an. Zack, weg. So. Warum rennt denn jetzt? Hallo, was geht denn hier ab? Alter, hier sind viel zu viele Leute. Alter, wie die umhaut. Ist das geil. Zack, tot. Zack, tot. Lass mich dir helfen. Greifen. Rosa, ich wollte ihn noch retten. Wo jetzt lang, Rosa? Ich folge dir einfach nur. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ach nö, ein Dicker, ein Dicker, ein Dicker, ein Dicker. Ein Dicker. Ein Dicker. Ein Dicker. Ein Dicker. Warum ich jetzt anfange zu singen? Keine Ahnung, Leute. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich will einfach nur den Dicken loswerden. Das ist alles, was ich will. Kann er jetzt mal bitte verrecken? Kannst du jetzt bitte verrecken gehen? Hab ich gesagt. Hab ich gefragt. Dankeschön. Dankeschön. So, haben wir es geschafft. Achso, und ihre Kollegen... Alter, wie die... Alter, jetzt... Was ist mit der Frau los? Was ist mit der Frau los? Die Frau ist ein 1A-Rambock. Die ist ein 1A-Rambock. Falls wir mal irgendwie eine Tür einbrechen müssen, wir schicken die Frau einfach vor. Wir schicken die Frau einfach vor. Die stößt einmal gegen die Tür wird auf explodieren. Das ist natürlich klar. Wie lautet der Plan? Och man, Rosa. Ah, Tür. Ja, jetzt darf ich sie tragen. Okay. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Oh! Entschuldigung. Rosa, das war nicht so geplant. Okay. Ihr wusstet nicht, dass das passieren kann. Es tut mir leid. Oh, oh. Oh, Rosa, 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 Rosa. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Aber hier ist gerade ein bisschen Action. Warum habe ich auf einmal wieder volles Leben? Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Finde ich gut. So, du verpiss dich tot. So, darf ich den auch umbringen? Ja, darf ich. Vergesst mich nicht. Gut, Rosa, auf ein neues. Da mal auf. Ich darf wirklich niemanden anrempeln. Vergesst mich nicht. Okay, ich muss Slalom laufen. Ich muss Slalom laufen. Ich darf niemanden. Rosa, Entschuldigung. Du brichst die Regeln. Mann, wie viele Leute kommen denn hier? Oh, Entschuldigung. Kann er jetzt mal verrecken? Verrecke! Dankeschön. So, die anderen haben den anderen gekillt. Ne, der lebt noch. Kill ich den halt, wenn die anderen nicht können. Heb die auf. Alter, meine Fresse, Leute. Ihr wollt doch, dass ich die in Sicherheit bringe. Dann stellt mir... Oh. Könnte ich wieder ragen, ey. So, bitteschön. Hugo. Was ist los? Rosa ist verwundet. Hab die gerade... Das Schwert gesehen. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht. Ich übernehme die Wachen. Jetzt muss ich auch noch die Gondel eskortieren. Oh nein, was mache ich denn da? Ezio, das war nicht schlau. Eccolo, schneller. Ich sehe ihn nicht mehr. Tötet sie, Ezio, schnell. Ach, Ezio. Ezio.
er! Auf ihn! Et alu! Verdammt! Ich seh ihn! So. Verrecke, bitte, verrecke, 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 verrecke. Nein. Oh, ey. Ey, diese Mission regt mich. Gut, dann schwimme ich halt einfach weg. Dann schwimme ich halt einfach weg. Dann nehme ich am Arsch. Kann der Typ sogar nicht einfach durchfahren, weil die Wachen scheinen sich überhaupt gar nicht für den zu interessieren. Warum soll ich den eskortieren? Die scheinen sich ja nur für mich zu interessieren. Hi. Das Geile ist, dass ich die ganze Zeit auf Attentat drücke. Aber wirklich die ganze Zeit. Aber es interessiert die einfach nicht. Der Erzieher hat heute keinen Bock auf Attentate. Ich meine, ich will's ihm ja nicht verübeln. Der macht das ja täglich. Aber jetzt, wo mal gerade gebraucht wird, da kann man nicht einfach mal sagen, kein Bock. So. Sie schießen auf uns. Haut doch einfach ab. Von wem hat der Ugo denn jetzt Schaden genommen? Der Ugo. Das ist wahrscheinlich Franzose. So, tschüss. Was schwimmt er denn aber auch so eine behinderte Route? Braucht er sich nicht wundern, wenn er verreckt. So. Fall ins Wasser. Ja, oder stirb einfach direkt. Oh Gott, ich habe gerade irgendwie wieder so Assassin's Creed 1 Flashbacks. Wo ich ins Wasser gefallen bin und einfach andauernd gestorben bin, weil man in Assassin's Creed 1 noch nicht schwimmen konnte. Oh Gott, ey. Das war eine schlimme Zeit. Das war eine richtig schlimme Zeit. Ach, guten Tag, kann ich mich heilen? Ja, wisst ihr was? Klar, mach mal. Einfach mal mitten in der Mission geheilt, warum nicht? Ich würde am liebsten auch noch den Aussichtsturm holen, aber der Ugo ist mir ein bisschen schnell. Jetzt, wo keine Wachen mehr kommen, kann ich nicht einfach mit dem mitfahren? Kann ich nicht einfach mit auf das Boot? Warum nicht? Da unten kommen noch mal Wachen. Oh, Ugo, tut mir leid. Ich habe Federn gesammelt. WTF? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ugo? Hä, wo ist der hin? Junge? Hingefahren. Ugo? Hallo? Ah, hier ist ein Eingang. Ach so, oh. Ups. Ey, das wusste ich natürlich nicht. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Auch Code Demonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht! Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Ugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Alter, ich bin kein Neuer, ja? Schrempel dich an, Junge. Schrempel dich an. Ich hab breite Schultern, Junge. Leg dich nicht mehr wieder an. Seht ihr nicht, dass ich blute? Ja, meine Fresse, heul doch um. Bist doch selber dran schuld. Was hast du denn auch für... Scheiße gemacht. Jetzt ist sie auch noch bewusstlos. Super. Wird immer besser. Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab.
Vor allem gerade erstmal schön alles aufgebaut, direkt wieder alles runtergeschmissen. So sieht's aus. So, bitteschön. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Danke. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Okay. Ich hab eins. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Oh, los! Porca puttana! Ben Fatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünschte dir Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Alles klar, Antonio. Okay, das war ein bisschen strange hier. Das war ein bisschen strange. Die beleidigt ihn und seine Mutter als Hure und keine Ahnung. Und er so, ach ja, ah, ich bin so froh, die zu haben, wenn ich sie nicht hätte. Ne? Dann auch, oh Gott, Alter, nee, da wäre ich depressiv wahrscheinlich. Wäre so falsch mit dem Typen. aber gut, das ist sein Leben. Soll er machen, was er will. Also gut. Okay, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet demnächst mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.